Oh, es war eine der größten Erfolge der französischen Filmgeschichte. Jetzt ist die fabelhafte Welt der Amelie als Musical auf der Bühne zu sehen. Und zwar bei uns in München. Im Werk 7 Theater fand die Europapremiere statt, zu der natürlich auch einige prominente Ehrengäste kamen. Hat mir super gut gefallen, der Film. Ist ja allerdings schon eine Weile her, ich habe ihn sehr gut in Erinnerung. Ich dachte mir, als wir die Einladung hier bekommen haben, ich muss ihn noch mal schauen, und er hat immer noch denselben Charme und hat mich genauso verzaubert wie vor vielen Jahren. Oh je, der Film ist schon so lange her, ich kann mich nicht wirklich erinnern. Für mich ist es, weil es in Paris spielt und ich ja viele Jahre in Paris gelebt habe und überhaupt in Frankreich groß geworden bin, also dieses Frankophile. Und dann finde ich Audrey Tautou einfach zauberhaft. Jetzt lebt Amelie im Film oder im Musical ja in ihrer eigenen Welt. Hast du auch so eine Fantasiewelt, wo du dich manchmal zurückziehst? Oh, sicher. Ich glaube, die hat jeder, wo man einfach mal, gerade ich habe oft Mühe mit dem Einschlafen, ja, und da flüchte ich mich dann irgendwie in Träume und Dinge und versuche dann mich irgendwo hineinzubegeben, und dann kann man vielleicht leichter einschlafen, weil ich bin oft so in der Nacht, ist schwierig für mich, gerade nach dem Arbeiten, runterzufahren, das braucht immer eine Weile, weil wenn man so 4-5 Stunden am DJ-Pult gestanden hat, dann ist man noch so unter Strom, ja, die laute Musik und die ganze Action und so. Naja, sie hat ja Sehnsucht nach der ultimativen Liebe. Davon träume ich nicht mehr, weil die habe ich ja schon. Mir hat sehr gut gefallen. Ich habe was ganz anderes erwartet. Also wirklich auch immer so eine große Musical-Produktion, die man von Stage kennt. Und das hier ist ganz intim, das ist ganz klein, das ist auch leise, aber sehr poetisch. Und das lebt von der Inszenierung, von dem Cast, von den Choreografien. Ach, ich meine, die Protagonisten sind alle prima. Es ist schwer, so einen Film in einem Bild zu machen mit Erzähler. Aber ich denke, das läuft sich noch zurecht. Ich meine, die Premieren sind ja nie die besten Vorstellungen, ja? Aber die Idee, dieses skurrile in eine andere Welt sich beamen wollen, ich meine, das hat ja Hochkonjunktur im Moment sowieso, sonst gäbe es ja nicht so viel Science-Fiction. Wunderbar. So fantasievoll, mit einfachen Mitteln zaubern die Darsteller, Sänger, so wunderbare Atmosphären. Es ist ein Fest auch der Organisation, weil jeder schlüpft in andere Rollen, zwischendurch immer wieder in andere Rollen. Ich habe mir überraschen lassen, wie man überhaupt diesen Film umsetzen kann. Und es ist nicht zu vergleichen. Es ist ganz anders. Sehr sympathisch. Mir gefällt's gut. Träume nicht ein Leben, doch ein Mensch, der fühlt wie ich, dem fällt das leider nicht so leicht. Amelie, hör auf zu träumen. Bleib vielleicht ein Träumer in der Welt allein mit sich, weil er die Leute liebt. Natürlich kann man filmisch das immer ganz anders erzählen, als jetzt auf einer Bühne darstellen. Aber ich finde, sie fangen das wirklich gut auf durch die Inszenierung, dass alles von jedem dargestellt wird, dass so nacheinander gesungen wird. Man spürt so das Gesamte. Ich finde sie zauberhaft ausgesucht, die Amelie. Die sieht so aus, wie man sie sich vorstellt, ne? Das ist wirklich poetisch. Also es zieht einen in seinen Bann. Ich habe auch so ein paar Tränchen verdrückt. Die macht ihre Sache sehr gut, finde ich. Und die anderen eigentlich auch. Ich finde auch gut, dass sie diese Prototypen so ausgesucht haben, ne? Alle ein bisschen völlig, so alles durcheinander. Man hat natürlich diesen Film im Kopf, aber das macht überhaupt nichts, weil hier sehen wir ganz nah live die Schauspieler, Sänger agieren.
die es wirklich schaffen, jeder seine eigene Figur zu kreieren und nicht einen Abklatsch zu liefern. Das ist großartig. Ich hab mich schon ein Leben lang in mir versteckt. Wann kommt jemand, der mich entdeckt? Einen Hit habe ich noch nicht entdeckt, der so richtig kleben bleibt. Ja? Eigentlich sind alle Melodien jetzt schon zum Mitsummen und so richtige Ohrwürmer. Ich weiß jetzt auch nicht. Also es ist ein ganz anderer Stil, wenn man den Film schon gesehen hat. Aber es ist sehr fantasievoll und es reißt das Publikum mit. Und es ist immer wunderschön, wenn man sieht, dass oben die Live-Musik das tatsächlich spielt und die Sänger mit einer Präzision ihre Texte dazu singen. Ich kann einfach noch nichts Endgültiges sagen. Das kann man ja eh nicht, weil das ja in der Entwicklung ist. Und wenn man auf der Bühne steht und du hast zum ersten Mal also vor Leuten, gut, Generalprobe ist auch noch wichtig und die Vorstellungen, aber man ist immer noch am Arbeiten, ne? Wenn man Premiere hat? Ja, man ist immer eigentlich noch am Entwickeln. Also es ist nie ganz komplett, wenn man Premiere hat. Die Premiere ist immer die mieseste Vorstellung eigentlich, also aus meiner Erfahrung. Weil ich sitze ja zum Glück ganz vorne. Das hat eine unglaubliche Power. Die Schauspieler sind ja auch überall die Darsteller. Und so ist man wirklich ein Bestandteil des Ganzen. Und ich finde, davon lebt das. Man hat nicht so diese Frontalbühne, wo man weit weg ist. Zuschauer und Bühne getrennt. Hier ist alles eins. Und das kommt auch durch diese Location. Dafür finde ich die Location eigentlich gut. Die ist nur ein bisschen platt. Also hinten fehlt es ein bisschen. Aber hier... Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde so eine Werkshalle finde ich gut dafür. Man ist so nah dran, man kann wirklich alles ganz genau sehen, jede kleine Geste. Das bringt einen einfach nah an die Figuren. Das ist ganz schön. Und dann